Ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal stilecht. Kerze an. Eine Kerze an mit dem Feuerzeug. Ich glaube, akustisch hätte ein Streichholz mehr hergegeben, aber ich konnte keins finden. Aber ich finde es passend als Einleitung für das heutige Thema. Ich freue mich darauf, Feuer zu entzünden, an denen wir uns wärmen können in der voradventlichen Zeit. Stellt die Kerze hier in unsere Mitte. Brennen soll sie. Sie brennen. Für uns. Hallo Solveig. Hallo Daniel. Ich freue mich, dass wir zusammensitzen am Beginn des Advents, ganz Beginn des Advent. Die Kerze ist entzündet. Ja, aber heute ist schon der erste Schnee, also... Genau, die ersten Flöckchen, genau. Noch bescheidene, aber immerhin. Ja. Ja. Also sehr stimmungsvoll unsere Zusammenkunft hier und bald wird es uns noch ganz warm ums Herz werden. Wir haben ein ganz heimeliges Thema uns ausgesucht heute. Ich freue mich sehr darauf. Und vor allem ist auch ein bisschen inspirierend, oder ich wurde ein bisschen inspiriert durch den Urlaub, den ich jüngst verbrachte, in Spanien. Mm. Oh ja. Und dort traf man doch öfter auf Plakate, die davon kündeten, dass es hier eine Inquisition gegeben habe. Mm. Und ich konnte mir dort, oder ich habe es nicht gemacht, aber ich hätte mir dort, ich glaube in jeder Stadt gab es ein Inquisitionsmuseum und ich hätte mir die Folterinstrumente, dieser menschenfeindlichen Organisation anschauen können. Vor allem hast du auch die Verursacher dieser menschenverachtenden Institution dir angeguckt. Du meinst die katholischen Könige? Genau. Ja. Ja, ich stand an ihren Gräbern. Ich stand nicht nur an deren Gräbern, sondern auch an dem ihrer Kinder bzw. Schwiegerkinder, nämlich über die wir mal gesprochen haben, ganz früh in unserem Podcast. Ich glaube, es war die Folge 2, glaube ich. 3. Drei? Ja, nach den Hexen. Stimmt, ja. Genau, das war unser erstes Lieblingsthema direkt nach den Hexen, nämlich die Österreicher, die so glücklich waren zu heiraten, statt Kriege zu führen. Ja, mit den Hexen hat es ja auch irgendwie was zusammen. Also es kommt alles zusammen in dieser Folge. Die Österreicher kommen wieder, die Hexen kommen wieder und alle finden sich in Spanien. Und wenn ihr euch erinnert an diese Folge, da ist ja eigentlich so meine persönliche Lieblingshochzeit, die von dem verhexten Karl II., mit dem dann die österreichische Linie in Spanien endet, der sich ja zur Hochzeit sozusagen ein Auto da Fee gönnt. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, mehr darüber zu erfahren, wie das genau funktioniert hat. Aber apropos Urlaub, auch auf diesem Platz in Madrid, Plaza Mayor, habe ich gestanden, wo dieses Hochzeitsauto da Fee stattgefunden hat und habe mir auch im Prado das Gemälde angeschaut dazu. Das verlinken wir später noch in den Shownotes, wenn wir da sowieso drüber reden nochmal. Wir haben da in der Österreich-Folge, glaube ich, weiß nicht, ob wir das Gemälde erwähnt haben. Es ist ein riesiges Gemälde, das genau dieses Auto da Fee zeigt mit tausenden Figuren darauf. Ich dachte, das hätten wir da schon verlinkt, aber dann verlinken wir es halt nochmal. Das kostet ja kein Geld. Das passt ja auch besser. Ja, ja, genau. So, also, was haben die da angerichtet? Was haben die da angerichtet? Jetzt machst du natürlich allen schon den Mund wässrig. Brennen sollen sie. Ja, aber... Entzünde die Feuer, Solveig. Aber die spanische Inquisition ist tatsächlich nur ein kleiner Teil, den ich vorbereitet habe. Es war klar, dass Solveig alles kaputt macht. Ich mache alles kaputt, weil mir geht es ja mehr um die mittelalterliche Inquisition. Ja, das war auch klar. Außer Mittelalter gibt es ja überhaupt gar nichts. Beziehungsweise, weil die spanische Inquisition ist tatsächlich nochmal so was ganz Eigenes und Spezielles. Das heißt, wenn zum Schluss die Zeit noch reichen sollte. Ich bitte dich. Dann zwinge ich dich zu einer zweiten Folge. Wir können da gerne auch nochmal in der zweiten Folge ausführlich drüber sprechen. Aber ich fand es eigentlich wichtiger, überhaupt erstmal über das Thema Inquisition zu sprechen, bevor wir gleich mit dem Ding einsteigen. Deswegen wollte ich heute eigentlich erstmal ausführlich über Inquisition sprechen. Warum gibt es die Inquisition? Und worum kümmern die sich eigentlich? Weil bei den Spaniern ist alles ein bisschen anders schon. Also das ist alles ein bisschen... Aber da geht es auch um... Also die kümmern sich doch um die Ungläubigen. Ja, aber auch ganz bestimmte Ungläubige. Oder die falsches Zeug verbreiten. Ja, aber vor allem um ganz bestimmte Ungläubige. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Okay, mach doch, was du willst. Also, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja. Und dann kommen wir noch zu den Spaniern. Es geht doch um Heresien. Genau, es kommt um Heresien. Glaubensaussagen. Weißt du denn, was Heresie eigentlich meint?
irgendwas, was nicht im Einklang mit der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche steht. Genau, das leitet sich aus dem Griechischen ab und meint erstmal nur so, ja, dass es halt Irrlehre ist oder ganz wörtlich übersetzt, meint es so falsche Wahl. Falsche Wahl. Falsch entschieden. Okay. Bei dem Überlegen von Glaubenssätzen. Und das Gegenteil von Häresie ist, weißt du das? Was der könnte das wahre sein? Glaube. Ja, das ist dann die Orthodoxie. Ach so. Das ist halt alles, hat immer so Gegenbegriffe. Und was man auch immer klar machen muss für manche, vielleicht nicht für unsere Zuschauer oder Zuhörer, wir haben keine Zuschauer, vielleicht irgendwann. Nicht. Irgendwann streamen wir das. Irgendwann. Dass Heidentum und Ketzerei nicht dasselbe ist, das wird nämlich immer gerne so zusammengeworfen. So. Ach so, ja, die Heiden, die sind ja die sozusagen, die von Christus noch nie was gehört haben, denen man das überhaupt erst beibringen muss. Und die Ketzer sind die, die es eigentlich besser wissen müssten sich falsch entscheiden. Also das heißt, man muss eben klar, im Heidentum oder Heiden sind außerhalb der Kirche, da muss man eben anders mit denen umgehen. Ketzer sind innerhalb der Kirche und müssen dann eben innerhalb der Kirche ausgelöscht werden oder bekämpft werden. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, nochmal dazu zu sagen, ist, dass es Häresie eigentlich von Anfang an gibt in der Kirche. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer der Arius. Kennst du den Arius und seine Arianer? Von Arianern habe ich schon mal gehört, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was der Arius genau gemacht hat, obwohl ich da nochmal in so ein Büchlein reingeschlinzt habe vor ein paar Tagen. Und ich weiß, dass der da auch drüber geschrieben hatte. Ja, also. Aber ich habe schon wieder vergessen. Ich finde es halt so spannend, weil das ist eben in der Frühkirche. Wir sind jetzt hier im 4. Jahrhundert. Also das Christentum ist noch nicht mal richtig legitim quasi. Und die sind jetzt schon am Streiten, was eigentlich richtig ist. Und das ist eben wahnsinnig spannend, wenn man sich das anguckt, weil man so ein bisschen auch so denkt, na ja, vielleicht so, ja, Urchristentum, die sitzen alle in ihren Häusern und beten zusammen und... In den Katakomben. Ja, oder in den Katakomben, wie auch immer. Und es ist alles schön und lieb und einfach, die machen das ganz, ganz easy. Das ist die schön und lieb, die werden doch ständig gejagt. Ja, von den Römern, aber, oder? Aber in ihren Praktiken sind sie, sehen sich alle Brüder und Schwestern und das ist alles sehr schön. So, das ist am Anfang vielleicht auch tatsächlich so gewesen, aber irgendwann erreichen diese Diskurse die Bibliothek von Alexandria und da wird es auf einmal sehr, sehr verkopft, weil man merkt, jetzt sitzen die ganzen Akademiker in Alexandria da und denken da mal drüber nach über das Christentum, weil man hat ein großes Problem im Christentum. Was ist da für ein Problem? Naja, weil die sind ja eigentlich ein monotheistischer Glaube. Ach so, aber jetzt haben wir da den ursprünglichen Gott und jetzt ist Jesus auch noch da. Genau, das ist so. Und das war die Frage, ob Jesus jetzt Gott oder Mensch ist oder beides oder genau, das ist wer eher da war. Oder? Diese große Diskussion, die Arius da so ein bisschen lostritt, also der, man weiß nicht so richtig, wann er geboren ist bei den meisten, aber der ist so 325, also nach 325 geboren. Und er ist so der Erste, der eben sagt, naja, also wie steht denn jetzt eigentlich Christus und Gott, wie stehen die zueinander? Weil man eben sagt, naja, ist jetzt halt irgendwie blöd, eigentlich dürfen wir ja nur einen Gott haben und jetzt ist ja aber Christus noch da. Und er sagt eben, naja, eigentlich müsste Christus so als, jetzt ganz grob vereinfacht, ja als kleinerer Gott in Anführungszeichen gesehen werden, weil er ja von Gott Vater erschaffen wurde und damit nachträglich quasi geschaffen wurde. Hä? Ja. Okay. Also das heißt, wir haben hier eine Hierarchie. Gott ist mächtiger als Christus, weil Gott Christus geschaffen hat. Okay, das sagt jetzt der Arius. Das sagt der Arius. Okay. Und damit haben wir eine Hierarchie und damit haben wir keinen Monotheismus mehr, wenn wir sagen, der eine Gott ist mächtiger als der andere Gott. Mhm. Und nicht mehr das eine selbe. Und das ist so ein bisschen eben dieses Thema, wie steht eben Christus und Gott zueinander. Und dieser Streit wird auch geführt und dann haben wir 100 Jahre später das Konzil von Chalkedon, 451. Mhm. Und da einigt man sich mittlerweile und sagt eben, dass Christus zwei Naturen hat, eine göttliche Natur und eine menschliche Natur. Mhm. So, jetzt ist aber die Diskussion, ja okay, diese menschliche Natur, die kriegt er durch Maria, das ist jetzt irgendwie klar, das ist auch gar kein Problem, aber diese Göttlichkeit, wo kommt die her? Mhm. Ist die geschaffen worden, als Christus geboren wurde, hat Gott das quasi von sich abgetrennt? Und dadurch wären wir wieder bei Arius und wir haben wieder die Hierarchie. Oder hat Gott schon immer diesen kleinen Nukleus von Christus in sich drin gehabt? Dann ginge das, aber das, also
das ist halt irgendwie, wenn man sich das anguckt, das ist hochkompliziert, das ist wahnsinnig komplex und das finde ich eben so spannend, sich das bewusst zu machen, wie nerdy die eigentlich schon da sind und darüber diskutieren, weil sie das eben versuchen, irgendwie in diesen Monotheismus hineinzubringen, was halt nicht funktioniert. Und sie hauen das dann da irgendwie rein. Und dass es halt nicht so alle zufriedenstellt, merken wir daran, dass sich eben diese Zwei-Naturen-Lehre, da wird dann eben gesagt, Gott, also Christus hat diese zwei Naturen. Dann kommen die Stimmen, die sagen, na ja, aber wie sollen wir uns das jetzt vorstellen? Also vermischen sich das miteinander? Haben wir wieder das Problem, wir haben einen kleineren Gott, weil das Göttliche vermischt sich mit dem Menschlichen und wird dadurch weniger. Oder hat er den göttlichen Teil in sich drin, so dein Kopf ist göttlich und seine Füße sind menschlich? Wie hat man sich das vorzustellen? Und in Chalkedon wird dann eben gesagt, er hat diese zwei Naturen und die sind unvermischt und ungetrennt. Und dann haben wir gesagt, so und jetzt ist Schluss und jetzt hören wir auf, darüber zu reden. Und da haben wir dann die Miaphysiten, die sagen, nö, wir wollen da weiterhin drüber reden, weil das ergibt alles keinen Sinn, wie das ist unvermischt und ungetrennt. Und die spalten sich dann ab und das sind die ersten, ja, das ist im Grunde, die armenische Kirche geht darauf zurück. Also das sind die ersten, die sich abspalten im 5. Jahrhundert. Das sind jetzt aber nicht die Arianer. Nee, das ist die armenische Kirche. Die Arianer werden dann gleich verboten. Also das eben mit... Nach diesem Konzil. Mit Chalkedon wird hier eine Lösung gefunden. Es wird gesagt, nein, das steht unvermischt, ungetrennt nebeneinander. Christus ist die Göttlichkeit in Christus, ist das Göttliche von Gott und... Wir hören jetzt auf, darüber zu reden. Okay. So. Nächstes Thema. Und also das möchte ich mir eben, weil ich das eben an sich, es ist wahnsinnig spannend, es ist super kompliziert, aber es zeigt halt, dass es von Anfang an in der Kirche Diskussion gegeben hat, dass Diskussionen möglich gewesen sind und dass man da sich auch austauscht und irgendwie versucht, eine Lösung zu finden, die nicht unbedingt alle annehmen. Also die Armenier gehen dann raus. Nur eben, um das dann auch das spätere Vorgehen so ein bisschen verständlich zu machen. In welcher Zeit sind wir da jetzt? Wir sind jetzt noch im 5. Jahrhundert. Also Chalkedon. Okay, aber da ist jetzt auch noch nicht so, dass Rom irgendwie das A und O ist, aus dem jetzt die endgültige Entscheidung verkündet wird. Oder so. Nee, also noch sind wir halt wirklich, also das Papsttum gibt es noch nicht. Wir sind jetzt ganz klar auch in dieser frühen Kirche, wo der synodale Weg... Aber das heißt, der synodale Weg ist sehr aktuell für die es verfolgen. Ist auch in Rom nicht so populär, der synodale Weg. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, aber 5. Jahrhundert, da ist es ja schon im Römischen Reich Staatskirche. Ja. Also es ist ja schon sozusagen eine Autorität, die da in Frage gestellt wird, wenn ich jetzt irgendwie was anderes behaupte. Als das, was im Namen des Kaisers womöglich oder wer auch immer da gerade. Ja, und das ist eben auch, also den Papst gibt es noch nicht, aber der Kaiser, und das ist eben der oströmische Kaiser jetzt, der ist da auch sehr einflussreich am Anfang noch. Also der sitzt da auch immer bei. Es gibt aber eben noch nicht diese Hierarchie in der Kirche, wie wir das auch heute kennen, wie das dann auch später im Mittelalter kommt. Aber es sind jetzt eben einfach alle Bischöfe, die kommen dann nach Chalkedon oder nach Nikäa. Und da diskutieren die und sprechen. Und das wird dann eigentlich auch immer unter der Oberherrschaft des Kaisers eingeführt. Also der Kaiser ist hier auch noch. Und das wird er auch in der oströmischen Kirche eigentlich bleiben, bis es ihn nicht mehr gibt, Oberhaupt auch der Kirche. Das ist eben auch so der Unterschied zwischen der orthodoxen Kirche, dann der griechisch-orthodoxen Kirche und der römisch-katholischen Kirche später. Also wir da noch einen Kaiser haben, der sehr, sehr mächtig ist, der ja auch den Patriarchen noch einsetzt. Und das ist dann eben auch die Entwicklung. Wir haben in dieser frühen Kirche auch noch die Patriarchen. Also es gibt nicht den Papst, sondern es gibt 5 Patriarchen. Das sind eben die mächtigsten Diözesen. Das ist dann der Patriarch von Konstantinopel, von Rom, von Antiochia, von Jerusalem und von Alexandria. Und die gehen dann halt zum Teil verloren durch die arabische Expansion, sodass wir dann nachher nur noch Konstantinopel und Rom haben. Und die mögen sich dann irgendwann auch nicht mehr. Und dann haben wir nur noch den Papst bei uns im Westen, der sich dann auch Papst nennt und nicht mehr Patriarch. So, aber das geht ein bisschen vom Thema weg. Ja, okay. Wir gehen jetzt im Grunde ins Hochmittelalter, nämlich zu den Ketzern. Das ist aber ein großer Sprung. Ja, es war ja noch so ein bisschen du möchtest doch noch zur spanischen Inquisition kommen. Das müssen wir jetzt aber nicht so, Wahnsinn, das ist so ein Hopping, meine Güte. Nee, aber das ist jetzt tatsächlich der nächste große. Und dazwischen war auch relativ Ruhe, glaube ich. Ne? Also nachdem das dann irgendwie einmal erledigt ist, einmal entschieden ist, nachdem es irgendwie Staatskirche wird und hier die Konzilien da, die frühen, abgehalten wurden, danach ist erstmal Ruhe? Danach ist erstmal Ruhe. Da gibt es irgendwie keine Gruppen mehr, die...
Naja, also so hier mal da. Andere Meinungen vertreten? Also es gibt nicht mehr diese großen Gruppen. Die haben dann im Grunde ein bisschen andere Probleme. Also es geht dann, glaube ich, rüber in die Mission. Ne? Das ist dann das Entscheidende. Also am Anfang müssen sie, glaube ich, kloppen sie sich untereinander. Genau, also sie müssen was ist jetzt das Richtige? Ja. Und dann ist die nächste Stufe so, Karl der Große, jetzt raus. Die Sachsen, jetzt bringen wir den anderen das bei, worauf wir uns geeinigt haben. Das ist dann, ja, wobei, ich, so Fokus, auch bei Karl dem Großen war das, glaube ich, auch diese Sachsen-Mission eher eine Legitimierung für ihn. Ja, okay, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ja, aber halt also das weiß man immer so die Frage, wie weit dann da die Kirche, und damit meinen wir dann eben wieder die Kurie in Rom, dahinter stand und das befürwortet hat und gefordert hat. Das ist dann auch immer noch mal so ein anderes Thema, aber tatsächlich... Es gibt andere... anderen Fokus, andere Schwerpunkte. Genau, also man Kreuzzug hat, und gegen die ganz Ungläubigen kämpfen und so. Also ja, so beziehungsweise genau, das steht dann auch im Zusammenhang mit der arabischen Expansion, weil Jerusalem verloren geht und man sagt, wir müssen das wiederbekommen und deswegen gehen wir dahin. Oder auch Karl der Große, der dann in Roncesvalles ist. Und was bitte? Kannst doch nicht aussprechen, immer diese spanischen Orte. Karl der Große war in Spanien? Ja, immer hier, Roncesvalles, Valles. Ja, schickt uns eine Audio-Message bitte. Da hat er auch gegen die Muslime eben gekämpft. Also diese arabische Expansion ist eben das große Thema. Man hat eben am Anfang diese vielen Konzilien oder Synoden, Nikea 1, 2, Chalkedon 1, 2 und so weiter, Ephesus und überall, merkt man eben auch, wo die stattfinden. Das ist alles in der Nähe von Konstantinopel. Und danach haben wir eben die arabische Expansion, die dann irgendwie Thema wird. Und dann im 12. Jahrhundert haben wir einfach den Streit zwischen der orthodoxen Kirche und der römischen Kirche, also zwischen Konstantinopel und Rom. Die mögen sich nicht mehr aus bestimmten Gründen. Zum einen, weil die griechischen Priester alle Bärte tragen. Und der Papst findet, man muss rasiert sein. Man muss rasiert sein. Dann geht es auch noch den Streit um das ungesäuerte Brot zur Eucharistie. Und das gesäuerte Brot. Und ich glaube, die Griechen essen das gesäuerte und die Lateiner wollen das ungesäuerte. Das ist ganz viele Formalitäten. Ganz viele Formalitäten. Also einfach Ablauf. Und dann ein Punkt von dieser Dreieinigkeit, die du nämlich nicht angesprochen hast. Du hast ganz viel von Vater und Sohn gesprochen, aber da ist ja noch der dritte, der Heilige Element, Geist. Der Heilige Geist. Und da war nämlich auch noch die Frage, woher kommt der denn jetzt? Und das ist bei der sozusagen der alten Kirche, geht er von Gott Vater aus. Aber in der westlichen Kirche wurde es sozusagen dann ergänzt. Um den Sohn. Um das, wie heißt es denn auf Lateinisch nochmal? Das Filioque, wie konnte ich das nur vergessen? Das ist eines meiner Lieblingswörter. Das Filioque, also auch von dem Sohn, ja, also der vom Vater und dem Sohn ausgeht. Ja, und das haben die Griechen nicht anerkannt. Das haben die Griechen nicht anerkannt. Und da war es dann, da habe ich gesagt, nee, jetzt ist es. Dann jetzt reicht's. Haben sie sich, ich glaube, 1197 oder 49. Exkommuniziert. Nee, ne? 49 oder 47. Also in den 1140ern. Ich glaube, erst hat der Lateiner den Patriarchen exkommuniziert und der Patriarch gesagt, ja, dann exkommuniziere ich dich auch. Und damit hatten wir dann auch zwei Konfessionen im Grunde schon. Und jetzt gehen wir ins 12. Jahrhundert, sind wir immer noch drin, weil parallel eben zu diesem Streit um das Filioque haben wir jetzt gewisse Gruppen, die sich formieren. Und das ist eben auch so bestimmend für das nächste Jahrhundert, gerade für das 13. Jahrhundert. Und da kommen wir jetzt zu den Ketzern. Zu den richtigen Ketzern. Da leitet sich nicht unser Wort Ketzer von ab, nämlich zu den Katharern. Katharern. Woher kommen die? Wo sind die? Was, genau, was machen die? Das ist das sind so die, Frage. Die schwarze Messen feiern auf ihren Burgen und Kinder töten und den Satan anbeten. Das mit diesen Katharern ist so eine Sache. Es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die sagen, die Katharer hätte es gar nicht gegeben. Das war eine Erfindung der Kirche, um eben die Inquisition durchzubringen und ihre Macht durchzudrücken. Soweit würde ich nicht gehen. Ich würde schon sagen, dass es die gab. Aber das große Problem ist hier einfach, dass die Katharer selbst keine Texte hinterlassen haben. Und alle Texte, die wir über Katharer haben, sind von eben der Kirche oder von Mitgliedern der Kirche verfasst worden. Und auch dieser Begriff Katharer, das leitet sich vom griechischen Kataros ab, was rein bedeutet. Auch da, dieser Begriff ist eigentlich gar nicht deren Selbstbezeichnung. Also das haben dann eben auch wieder Kleriker gesagt, die nennen sich so, aber man weiß gar nicht, ob die sich wirklich so genannt haben. Ja, also das ist quellentechnisch alles sehr, sehr schwierig mit diesen Katharern. Da muss man vielleicht auch noch sagen, wir haben ja damals beim Gang nach Canossa, eine wunderbare Folge, wo Solberg am Anfang selbst einen Gang nach Canossa hinlegen musste.
Da geht es ja auch da viel um Missstände in der Kirche und um Reformbewegungen. Ja. Und in dem Kontext steht das doch, glaube ich, auch mit diesen Katerern, dass es eine von mehreren Gruppen ist, die sagen, so wie ihr das macht, läuft es falsch. Und wir müssen in Demut und Armut unser Dasein fristen, am besten auch noch ehelos und keinen Sex haben und so weiter. Mhm. Und das ist doch so eine, eigentlich so eine radikale Reformbewegung, ne? die denn der Kirche einfach zu weit geht. Genau, also das ist eben das, was ich meine. Da kommen wir gleich auch zu, warum das, also das, was ich meine, das 13. Jahrhundert ist davon bestimmt, weil wir eben diese Missstände von vielen verschiedenen Gruppen haben. Und manchen gelingt es eben, sich mit der Kirche zu arrangieren und anderen eben nicht. Und diese Katerer sind so mit die am bekanntesten, wahrscheinlich auch am lautesten und auch am erfolgreichsten gewesen, die sich aber von der katholischen Kirche oder also eben von der lateinischen römischen Kirche komplett auch abgewendet haben. Und man weiß auch nicht so richtig, wo die herkommen. Es gibt eben diese Vermutung, dass die aus dieser Bogomilen-Strömung kommen. Die Bogomilen waren so eben, ja, die gab es so ab dem 10. Jahrhundert in Bulgarien, die eben auch schon so eine eigene Form von vom Christentum hatten. Eventuell, es ist alles sehr, sehr vage, inspiriert vom Manichismus aus Persien. Ich glaube, du bist jetzt sehr speziell. Genau, aber deswegen, wir fassen das jetzt nur ganz grob zusammen. Und dieser Manichismus ist dadurch eben spannend und deswegen kommt diese Idee, weil die so eben dualistisch arbeitet. Also man hat einen guten Gott und man hat einen bösen Gott. Der gute Gott ist eben das Licht und der böse Gott ist die Dunkelheit und eben und das steht alles so gegeneinander. Auch nicht so offiziell kirchlich. Genau, das ist eben aus dem Manichismus übernommen und das haben die Katerer auch. Und das überlegt man, ob das vielleicht von diesen Bogomilen inspiriert wurde. Die lehnen auch die Sakramente ab. Vor allem auch die Taufe lehnen die ab. Krass, dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig eigentlich. Ja. Und die sind halt wirklich sehr, sehr extrem. Und das ist auch schon nicht mehr einfach nur, wir nehmen nicht an der Eucharistie teil oder so, sondern die sagen wirklich, wir lehnen im Grunde alles ab, wofür die Kirche steht, was die Kirche tut. Die lehnen vor allem das Geld ab. Das ist jetzt dieses große Thema eben im 12. und 13. Jahrhundert, was alle auch ausmacht, das Geld. Die Kirche ist zu reich geworden, die ist zu viel, die hat zu viel Land erwirtschaftet. Das ist eine Kritik, die von vielen kommt. Die Katerer lehnen Geld grundsätzlich ab. Sie lehnen alles, also sie lehnen den Verzehr von allem ab, was Fleisch besitzt, beziehungsweise vegetarische Kommunisten. Ja, vegan eher noch. Also alles. Genau. Sie lehnen alles ab, was aus dem Geschlechtsverkehr hervorgegangen ist. Das heißt, sie essen kein Fleisch, keine Milch, keinen Käse, keine Eier. Das ist aber auch eine interessante Definition. Ja. Aber Fische essen sie. Ach. Weil Fische haben keinen Sex. dann verzichten sie eben nicht nur auf die Ehe, sondern verzichten vollständig auf Geschlechtsverkehr, weil sie eben sagen... Dann müsste sich das Problem doch nach einer Generation von alleine erledigen. Eigentlich schon. Und, aber das gilt natürlich nur für die Führungsriegel. Ja, es gilt für die Führungsriegel. Also die einfachen Menschen, die haben dann einfachere Regeln. Genau, und da sie ja auch nicht alle Menschen zum Katharismus bekehren, kommen ja immer neue Menschen nach. Das ist so... ist halt das Problem. Also sie lehnen im Geschlechtsverkehr vollständig ab und es hat damit zu tun, da kommen wir wieder zu diesem Dualismus, dass sie eben sagen, es gibt eben zwei Götter und der gute Gott hat den Geist geschaffen und der böse Gott hat den Körper geschaffen. Also das klingt jetzt aber schon wieder katholisch. Genau, das geht irgendwie so ein bisschen auf Augustinus zurück, der ja auch von diesen zwei Sphären des Lebens gesprochen hat, haben wir ja auch in der Welt verkörpert. Da hatten wir, glaube ich, bei Canossa drüber gesprochen, dass sie eben diese Idee haben, der Papst beschützt die Seelen und der Kaiser beschützt den Körper. Also diese Vorstellung, dass wir quasi zwei Dinge haben, einmal unsere Seele und einmal unseren Körper, das ist einfach in der Zeit auch nur Usus. Und deswegen, und da kommen, setzen die Katerer und sagen ein, es gibt keine Hölle in dem Sinn nach unserem Tod, wir leben schon in der Hölle. Und es ist das Ziel, eben uns von diesen ganzen körperlichen, fleischlichen Bedürfnissen zu lösen, um eben unseren Geist zu reinigen und dann kommen wir zu Gott. Ja, okay. Und dabei hilft ja dann ein reinigendes Feuer. Ja, was halt auch noch ein Thema ist, sie lehnen halt die Kirche komplett ab. Und nicht nur so, wir gehen da nicht hin, sondern die werden dann tatsächlich auch, so zumindest sagen das die Kleriker selber. In ihren Predigten sprechen sie halt von der Hure Babylons, wie das in der Apokalypse steht, oder dem Weib mit dem Tier und den sieben Köpfen. Und das wird dann eben gesagt, das ist dieses apokalyptische Weib, das ist die römische Kirche. Und die müssen wir vernichten, weil das ist eben, also
das ist nicht nur, wir sind anderer Meinung als die römische Kirche, sondern man spricht ihnen offen die Autorität ab und sagt offen, ihr dient dem Teufel und nicht Gott, wie ihr das sagt. Mhm. Und sie haben dann eben auch eigene Sakramente und da kommen wir dann eben zu, es gibt nämlich diese Perfekti. Wie, sie haben jetzt erstmal, lehnen sie Sakramente ab und ja, dann machen sie eigene? Ja, weil das sind ja die Sakramente von der bösen Kirche und jetzt haben sie ihre, aha, eigenen Sakramente. Okay, und da machen die dann was? Ja, dann legen sie die Hand auf. Das macht doch die richtige Kirche auch. Das Konsolamentum nennen sie das. Und es gibt eben diese, wo du meintest, diese, die Vollkommenen, die Perfekti, das sind dann die, die wirklich auf all diese Dinge achten. Also die kein Fleisch mehr essen, die kein Geschlechtsverkehr mehr haben etc. Und angeblich sollen die dann auch sich nur noch schwarz gekleidet haben, aber wenn die verfolgt werden, ist es irgendwie seltsam, sich speziell erkennbar zu machen in der Kleidung. Und diese Perfekti... Ich werde ja nicht von Anfang an verfolgt. Ja, doch, eigentlich schon recht. Und die können dann eben Hand auflegen. Also die bringen dann dieses Konsolamentum. Und was ist das Konsolament? Ja, das ist die Tröstung quasi übersetzt. Also die legen und dann erlösen sie deine Seele aus deinem Körper. Also eigentlich ist es Beichte. So, ja. Du bist freigesprochen von deinen Sünden. Ja, irgendwie. Also es ist halt irgendwie auch immer so. Also das ist ja halt dieses Problem. Die haben nicht selber aufgeschrieben, was sie tun und warum sie es tun und was sie sich dabei denken. Gar nicht. Nein, das ist halt alles nicht da. Und wir haben eben nur die Texte von eben Kirchenmännern, die dann eben schreiben, was die Katera tun und warum das so schlecht ist und böse ist. Und die beschreiben halt dieses Konsolamentum, dass die dann eben wirklich auch beichten und Rechenschaft ablegen und dann bekommen sie das und ich glaube, durch dieses Konsolamentum werden sie dann selbst auch zu Perfekti. Also dann müssen die auch aufhören, all diese Dinge zu tun. Und es gibt's dann halt manchmal, dass die dann rufen, wenn die Menschen kurz vorm Tod sind, dass sie dann so auf den letzten Meter nochmal zu Perfekti gemacht werden, mhm, und dann sterben und dann kommen sie direkt zu Gott. So ein bisschen wie die letzte Ölung nur. Mhm. Das ist halt nicht das Sakrament, das sie Es darf benutzen. Halt nicht so heißen. Darf halt nicht so heißen. Okay. So, also das sind eben die Katera. Die sind sehr, sehr erfolgreich in Südfrankreich. Da, das ist ja auch irgendwie, ne? Mhm. Ich kann mich erinnern, dass wir, als es um die Hexen ging, da ging es auch um eine französischsprachige Region. Ja, ja, das sind die Franzosen und die Italiener, was sagst du? Und ich glaube, bis Süddeutschland sind sie auch noch gekommen, ne? Und die Krone Aragon musste sich auch mit denen, ja, ja, auseinandersetzen. Also so ein bisschen nach Spanien rein, dem Meer entlang, überall. Es wird halt so erklärt, dass die Katera und auch die Waldenser, zu denen kommen wir sofort, das sind halt einfach städtische Organisationen, die funktionieren in den Städten. Und in Südfrankreich und auch in Norditalien, da, das sind so die Hochburgen der Katera, sind halt viele Städte. Und deswegen sind die da. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Franzosen nicht so gläubig sind und die Deutschen so viel gläubiger. Wir hatten doch auch Städte. Ja, das waren die auch. Ach so. Also das ist eben da. Aber doch nur im Süden, oder? In, ja, Köln gab es doch jetzt keine Katera. Ja, in Köln gab es... Na, Moment, lass mich da den Gedanken zu Ende bringen. Aber im Südwesten sind die. Und im Südwesten hatten wir eben die großen Städte. Also so. Und in Köln hatten wir angeblich Luziferaner. Ah ja. Und die, also das ist wirklich, da ist man sich wirklich nicht sicher, ob es die gab. Also da ist die Vermutung eher, dass die erfunden wurden. Weil das sind so die, die auch, wenn man den Namen der Rose gelesen hat, da wird dann irgendwie auch erzählt von so einem Luziferaner-Kult, die dann da Kinder schlachten und sich dann in Orgien dem Teufel hingeben und so weiter. Und das wurde eben den Luziferanern auch nachgesagt. Klingt so ein bisschen wie Hexenhammer. Ja. So Fantasie-Geschichten. Ja. Ja, also das ist wirklich so aufgeladen, wo man wirklich denkt, da hat sich irgendeiner was ausgedacht. Das ist ja, und es ist ja auch interessant, die gleichen Geschichten wurden ja über die frühen Christen am Anfang auch noch erzählt, dass sie da ihren Gott irgendwelche sexuellen Orgien feiern und irgendwie einen Esel anbeten würden und so. Also, stimmt das so, die Katera da in Süd, da ist ja Frankreich, auch wenn man sich das immer schon so als einen zentral organisierten quasi Nationalstaat vorstellt, also als ein Frankreich im Gegensatz zu uns jetzt hier. So eins ist es ja da auch noch nicht, ne? Da gibt es ja noch die englischen Territorien. Ja, da gibt es noch diese Grafschaften, ja, und das ist ja da der Graf von Toulouse, ne? Genau. Raimund, ja, glaube ich, oder wie heißt der? Ja, das ist sozusagen so ein Schutzherr auch. Ja, genau, da kommen wir jetzt sofort. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz über die Waldenser sprechen, weil die gibt es parallel und die Waldenser sind so ein bisschen anders. Und dann kommen wir nämlich zu Raimund und dem Schutz, den er eventuell nicht gegeben hat. Also es gibt eben die Katera in der Zeit und parallel entwickeln sich die Waldenser. Und die Waldenser sind halt so, so spannend, weil die gibt's heute noch. Ach. Ja, die Katera nicht. Aha. Und die Waldenser leiten sich ab vom Namen her, es gab Petrus Waldes, der ist 1218 wahrscheinlich gestorben.
Und der war Kaufmann in Lyon. Okay. In Südfrankreich. Ja, wo sonst? Wo auch sonst. Der hat sich dann irgendwann dazu entschieden, all sein weltliches Gut zu verschenken, seinen Kaufmannsladen aufzugeben und umherzuziehen und zu predigen. Erinnert das dich vielleicht an irgendeinen anderen? Ich glaube, es gab einen Franz in Assisi. Mhm. Das ist die gleiche Geschichte. Der auch aus so einer wohl situierten Familie stammte und sich mit seiner Familie überworfen hat, weil er jetzt dachte oder ihm träumte es, er müsse eine Kirche wieder aufbauen. Genau, und das finde ich eben auch, es ist so spannend. Deswegen, also dieses 13. Jahrhundert ist halt auch dieses Jahrhundert, wo sich eben diese Wanderprediger und auch diese Bettelorden formieren. Das heißt, die Waldenser, wer kennt sie nicht, das ist doch ein berühmter Bettelorden, ja. Oder nicht? Nee, nicht, leider nicht, weil, und das ist nämlich die Krux, Petrus Waldes schafft es nämlich nicht, sich mit der Kirche gut zu tun. Mhm. Franz von Assisi schon. Der kriegt irgendwann die Kurve. Der kriegt die Kurve, auch mit Mühe und Not, und da geht auch viel hin und her. Petrus Waldes schafft es eben wirklich nicht. Und der Grund daran, warum? Weil Petrus Waldes die Idee hat, jeder Mensch darf predigen. Oh nein. Auch die Frauen. Bitte was? Ja. Und das hat die Kirche nicht akzeptiert. Der muss auch ein Problem gehabt haben. Kommt ihr auf sowas? Ja, das ist im Grunde der einzige wirkliche Unterschied, den ich zumindest feststellen konnte. Vielleicht habe ich auch was überlesen, dann kann man mich gerne berichtigen. Der es unterscheidet, was Petrus Waldes so erzählt, zu dem, was Franz von Assisi erzählt. Ansonsten, auch Petrus Waldes sagt, wir müssen auf persönlichen Besitz verzichten. Wir müssen predigen, wir müssen das Wort an die Menschen heranbringen. Wir müssen umherziehen durch die Städte. Also all das Gleiche, nur dass eben Waldes sagt, die Frauen dürfen es auch. Und das macht Franz von Assisi nicht. Also da haben wir ja auch die Clara. Eben, der hat doch auch einen Frauenorden. Ja, aber die Clara darf nicht predigen. Mhm. Die Clara wird dann im Kloster untergebracht und schreibt da ihre Regel. Also eben die Franziskanerinnen sitzen wieder wie alle Nonnen im Kloster und beten dort. Während die Franziskaner sozusagen umherziehen. Genau, das ist so das ist auch die große Neuerung dieser Bewegung, dass wir jetzt eben diese umherziehenden Prediger haben, die nicht mehr im Kloster sitzen und dort beten und arbeiten, wie noch von Benedikt gewollt, sondern jetzt im 13. Jahrhundert oder im späten 12. Jahrhundert formieren sich eben diese Wanderprediger. Und das scheint wirklich auch so ein Bedürfnis in der Bevölkerung gewesen zu sein. Also wir haben diese Renovatio-Gedanken, die Kirche ist zu weit weg, die Kirche ist zu reich, sie ist zu weit weg von uns. Viele Leute haben eben das Bedürfnis, irgendwie spirituell erbaut zu werden. Und das funktioniert dann, und das nutzen dann eben Franz von Assisi nicht aus, aber sie wollen eben dieses Bedürfnis stillen. Und deswegen haben wahrscheinlich auch die Katharer so viel Erfolg in der Zeit, weil auch sie kommen und predigen. Und jetzt kommt noch, wir bleiben erstmal in Südfrankreich, nach Spanien gehen wir später. Aber man muss vielleicht auch nochmal wieder betonen, ne? So ist es ja auch, also so wie der Waldes jetzt, genauso wie Franz von Assisi, das sind ja auch wieder so Reformbewegungen. Ja, genau. Ne? Also mit denen die Kirche sich da auseinandersetzen muss. Genau. Und der eine war halt irgendwie ein bisschen kooperativer und der andere irgendwie verbohrt. Ja, und der andere nicht. Und das habe ich vergessen, wir haben dann nämlich 1183 das dritte Laterankonzil und da wird dann eben auch klar von der Kirche wieder gesagt, als Synode, was erlaubt ist, was es nicht erlaubt. Also man setzt sich mit diesen Ideen auseinander und Petrus Waldes spricht sogar davor und darf sich rechtfertigen, darf das erzählen und sie sagen eben, du hast ja schon gute Ideen, aber das ist nicht okay. Er sagt aber, ich will das aber so, also exkommunizieren sie ihn, weil sie sagen, ja, aber wir haben das überlegt und wir haben das als falsche wahrgenommen. Also wieder dieser, wir setzen uns zusammen, wir diskutieren, was richtig und was falsch ist. Und entweder akzeptierst du, dass das, was du glaubst, falsch ist, oder du musst halt gehen. Und er sagt, und er akzeptiert es nicht und er wird eben exkommuniziert. Und damit werden eben auch seine Waldenser zu einer heretischen Strömung erklärt. Also dieses Häresie ist auch immer dieses, das liest man dann auch in den Quellen, was eigentlich die Kirche so stört oder was sie ihnen so vorwerfen, ist immer so, ja, die Sturheit oder die Halsstarrigkeit wird dann das immer benannt. Also, dass sie nicht einsehen, dass sie falsch waren, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das ist ja auf der kirchlichen Seite ganz anders. Ja, sie haben ja recht. Und das ist dann eben auch immer ganz interessant. Also es ist gar nicht das Problem quasi, dass du eine Idee aufbringst und die halt falsch ist, sondern dass du es halt da nicht einsiehst, dass sie falsch war. Das finde ich eben die Argumentation ganz spannend. So,
Und jetzt kommen wir nämlich nach, gehen wir nach Toulouse zu diesem Grafen. Mhm. Denn 1209 haben wir einen sehr berühmten und auch sehr einflussreichen Papst an der Macht, nämlich Innozenz III. Mhm. Er ist 1198 Papst geworden. Ich glaube mit Anfang 30, also der ist richtig engagiert, der hat Bock. Und er setzt auch viel durch. Also das, was wir dann später auch die päpstliche Kurie nennen, das wird unter ihm aufgebaut. Also er baut wirklich diese Institution auf, er baut auch den Kirchenstaat auf. Aber mit den Kreuzzügen hat er nicht so viel Erfolg. Mhm. Also 12.4. Das hält er auch schon durch eigentlich. Ne? Ja, 12.4 ruft er den halt aus, den vierten Kreuzzug. Was, ist der vierte? Ich dachte, das ist doch schon irgendwie... Der läuft halt nur komplett schief. Anstatt nach Jerusalem, die Venezianer sind die, die plündern. Genau, die Venezianer plündern Konstantinopel und machen eigentlich schon mal alles platt, damit das dann erobert werden kann. Ja, also das Problem war da so ein bisschen, ich komme ja auch wieder vom Thema ab, aber die Venezianer hatten Bock auf Kreuzzug. Die hatten richtig Bock auf Kreuzzug. Ich glaube, die hatten Bock, die Konkurrenz platt zu machen. Ja, und die hatten sehr, sehr viele Schiffe gebaut. Aha. Jetzt hatten aber die Adligen in Europa nicht mehr so Bock auf Kreuzzug. Und es kamen nicht so viele, es haben nicht so viele Leute am Kreuzzug teilgenommen, wie Venedig Schiffe gebaut hat. Und die hatten halt gedacht, wir bauen jetzt Schiffe, wir fahren die rüber, die bezahlen uns dafür und damit machen wir richtig viel Geld. Das auch noch, ja, super. Ja. Und das war halt eine Fehlinvestition. Und dann haben sie sich überlegt, wie kriegen wir das Geld denn jetzt wieder rein? Mhm. Und da hatten sie sich überlegt, in Konstantinopel haben die gerade einen Thronstreit. Und der wirklich legitime Herrscher machte ihnen ein Angebot und sagt, hey, helft mir auf den Thron. Das ist immer scheiße. Und wenn wir das gemacht haben, die Schatzkammern in Konstantinopel sind groß gefüllt. Mhm. Ich gebe euch Geld und dann sind wir alle glücklich. So, jetzt kommen die Kreuzfahrer, plündern unterwegs schon mal Zara, weil liegt auf dem Weg. Mhm. Kommen dann in Konstantinopel an und stellen dann fest, da sind keine Schatzkammern mehr, die man plündern kann. Jetzt hat der, ich glaube Alexios hieß er, sich halt verkalkuliert und anstatt ihn jetzt auf den Thron zu setzen, sagen sie, naja, wir haben ja die Stadt für dich erobert, nicht wahr? Ja, dann behalten wir sie doch einfach. Und die Kreuzfahrer bleiben, bis du uns bezahlen kannst. Ja, beziehungsweise die Kreuzfahrer bleiben in Konstantinopel. Vor allem unter Einleitung Venedig, nehmen wahnsinnig viel aus der Stadt heraus, massakrieren die Bevölkerung und richten dann eben auch das lateinische Kaiserreich ein in Konstantinopel. Also damit ist eigentlich das, damit ist es das Original Konstantinopel ist da schon. Ja, also es kommen 60 Jahre später, ungefähr, so knapp kommen dann nochmal die Palaiologen an die Macht, aber... Wieso sind wir da jetzt drauf gekommen? Wegen Innozenz und dem vierten Kreuzzug, so. Weil der da so ein bisschen Pech mit hat. Und fünf Jahre später... Und dann dachte ich, mache ich einen anderen Kreuzzug. Fünf Jahre später denke ich so, der erste, den ich ausgerufen habe, hat schon so gut funktioniert. Dann rufe ich doch einen Kreuzzug gegen die Katharer in Südfrankreich aus. Und weil die dort vor allem in Albi saßen, heißen die auch Albigenser. Mhm. Also wenn man das so liest, manchmal werden die Katharer eben auch Albigenser genannt. Das sind einfach die gleichen Leute, heißen eben nur nach diesem Ort. Und deswegen heißt dieser Kreuzzug auch Albigenser-Kreuzzug. Und dieser Kreuzzug dauert einfach... Der wird aber doch jetzt besser, oder? Ja, der läuft... Der König von Frankreich, finde ich das ganz gut. Das läuft super, das dauert nur 20 Jahre und nach den 20 Jahren ist nichts passiert und die Katharer sind immer noch da. Nein. Ich dachte aber, der König von Frankreich, der möchte doch... Für den König von Frankreich wird super, aber halt nicht für die Leute in Südfrankreich. Denn, jetzt. Ja, also was wir uns klar machen müssen ist, um das zu verstehen, Frankreich ist zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so ein zusammenhängendes Reich, wie wir das heute kennen, beziehungsweise schon... Aber es gibt so zwei Nationes und das muss man jetzt wirklich nach dem mittelalterlichen Verständnis verstehen. Also Nationes meint im Lateinischen Sprachen, also Leute, die eine gemeinsame Sprache sprechen, sind eine Nation. Und Frankreich hat zu diesem Zeitpunkt zwei. Im Norden die Picardie. Mhm. Jean-Luc Picard heißt so zum Beispiel. Ist jetzt aber ganz weit. Ich weiß, aber ich muss da immer dran denken, weil er wahrscheinlich deshalb so genannt wurde. Und im Süden haben wir auch das Okzitanien. Und das Okzitanische ist eben eine eigene Sprache, das ist eine eigene Kulturregion, die sehr nah am Baskischen ist, die auch sehr, sehr reich ist. Der Minnesang entsteht dort in der okzitanischen Kultur.
Und jetzt ist es tatsächlich so, dass durch diesen Albigenserkreuzzug diese okzitanische Kultur untergeht, die verschwindet, also die stirbt aus, weil es wird eben 1209 dieser Kreuzzug ausgerufen und es wird dann allen Kreuzfahrern versprochen, nicht nur, dass sie Ablass bekommen, sondern dass sie auch die eroberten Gebiete als Lehen erhalten. Und es sind sehr, sehr viele eben Nordfranzosen oder nordfranzösische Adlige, die an diesem Kreuzzug teilnehmen. Und die nutzen das eben sehr, sehr schnell, um nicht die heretischen Strömungen zu bekämpfen, sondern einfach, um die Landbevölkerung zu massakrieren, um Land zu erobern, um das dann selbst zu haben. Also die benutzen das zur Machterweiterung. Und dadurch wird eben diese okzitanische Kulturgesellschaft durch diese pikardische Kultur ausgetauscht. Das ist tatsächlich passiert das. Das geht ja schon am Anfang sehr, sehr schnell. Du meintest doch gerade, die wären nicht erfolgreich gewesen. Nee, weil, wir kommen dazu. Also, okay, weil am 22. Juli schon im 12.9. erobern die sehr, sehr viel. Also sind sie sehr erfolgreich. Und es kommt zur Eroberung von Béziers. Und Béziers ist so diese große, eine sehr, sehr große Stadt. Und da wird im Grunde die gesamte Bevölkerung abgeschlachtet. Man geht davon aus, dass 20.000 Menschen in der Stadt gelebt haben und dass die alle gestorben oder getötet wurden. Von wem denn eigentlich? Von den Kreuzfahrern. Aber wer sind diese Kreuzfahrer? Die Kreuzfahrer. Sind nicht schon wieder die Venezianer? Nein, die nicht. Die sitzen jetzt und haben ihre Konstantin. Die haben ja da nichts verloren eigentlich. Nee, das sind diese Nordfranzösen, französischen Adligen. Die kommen jetzt und wollen eigentlich, also offiziell halt, heißt es, wir wollen die Katharer besiegen. Und Béziers wird dann eben erobert und es soll dann, auch das ist eine Geschichte, die höchstwahrscheinlich nicht passiert ist, aber doch so ein bisschen auch die Stimmung und den Ton dieses Kreuzzuges wiedergibt. Es sollen dann eben Kreuzfahrer gefragt haben, ja, aber es sind ja nicht nur Katharer in der Stadt, wie sollen wir die denn jetzt trennen? Und da soll der Abt, der das geleitet hat, Armand Armory, gesagt haben, ist ein sehr bekanntes Zitat, tötet sie, Gott erkennt die Seine. Oh ja, das kann ich auch. Das ist. Und wie gesagt, das hat er sicherlich nicht gesagt, das ist ihm später in den Mund gelegt das worden. Was du so behauptest. Das behaupte ich nicht, das sind auch andere Leute. Kannst du dem Mann nicht das schönste Zitat wegnehmen? Ja. Ich habe es ihm ja nicht weggenommen, ich habe es ja trotzdem wieder angeführt, obwohl man überall liest, das hat er nicht gesagt, aber ich will es trotzdem bringen, weil es so schön ist. Das ist ja wie mit, sollen sie doch Kuchen essen. Genau, sollen sie Kuchen, hat sie auch nicht gesagt, aber es ist einfach ein schönes Zitat. Wie gesagt, wahrscheinlich hat er es nicht gesagt, aber sie tun genau das. Also sie schlachten einfach alle ab, weil sie denken, ja, was soll's. Und dann eben eine Woche später, am 1. August, wird dann Carcassonne erobert. Carcassonne, auch diese große Festung, wo sie dann auch alle nackt aus der Stadt... Ich kenne nur das Spiel, ich war noch nie da. Es ist sehr, sehr schön. Und dann, ja, so bleibt es so stecken wie im Ersten Weltkrieg an der Westfront. Man ist erst sehr, sehr erfolgreich und dann bleibt es stecken. Ihr merkt schon, wir werfen heute sehr viele Epochen einfach so zusammen. Denn bis jetzt dauert es 10 Jahre, man versucht immer wieder Toulouse zu erobern und das gelingt nicht. Da, wo der Graf sitzt. Und jetzt kommen wir auch zu diesem Graf. Also das war eben Raimund der VI. Und da ist es eben auch so ein bisschen seltsam, weil man dem das immer unterstellt hat, er würde die Katharer beschützen, er wäre Katharer. Und er hat immer wieder gesagt, nein, ich bin es nicht, hat sich da immer wieder verteidigt. Und in dem Zusammenhang, wie dieser Kreuzzug auch verläuft, und man merkt eben einfach, dass diese Nordfranzosen einfach Südfrankreich erobern wollen, kann man eben auch vermuten, dass dieser Raimund hier einfach auch ein Bauernopfer wurde. In dem Sinne, man wollte ihn einfach loswerden, man wollte Südfrankreich erobern und hat ihm das einfach unterstellt. Andere sagen, er war wirklich überzeugter Katharer, er hat die wirklich beschützt. Es kann beides gewesen sein. Aber ich finde es immer wichtig, so mitzudenken, vielleicht war er da auch einfach nur... Also im Weg und man wollte ihn da wegbekommen. Denn auch nachdem er gestorben ist, dann Raimund der VII. Muss sich dann auch unterwerfen und ihm wird dann auch wieder keine Möglichkeit gegeben. Also man versucht, die scheinbar da wirklich wegzukriegen. Genau, bis 1219 versucht man das dann. Ab 1220 gelingt es dann den Katharern, in Anführungszeichen, die Orte wieder zurückzuerobern. Wahrscheinlich, also die Katharer selbst werden das nicht gemacht haben, die dürfen das nicht, aber deren Verbündete, deren Anhänger, oder die südfranzösischen Adligen, die vielleicht auch einfach ihren Besitz wieder haben wollten. Ja, wahrscheinlich eher das, oder? Also die stehen jetzt natürlich auf der Seite der Katharer in dem Sinne, weil sie einfach ihr Land wieder haben möchten. Das geht dann wieder, man bleibt wieder stocken, 26 kommt dann der französische König dazu. Und hat dann in den nächsten 3 Jahren sehr, sehr viel Erfolg. Und dann eben nach 20 Jahren andauerndem Krieg gibt es dann diesen Vertrag in Paris, wo sich die Grafen von Toulouse unterwerfen und ihnen wird auch die Grafschaft abgenommen. Und
irgendein Nordfranzose wird dann da reingesetzt. Die beiden da noch eine Weile sitzen oder so. Nee. Also ich hab's jetzt. Was passiert denn mit Raimund dem 7.? Ich glaube, der muss dann gehen. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber ich hatte das jetzt so, dass ihnen das abgerkannt wird, dass da ein anderer reingesetzt wird. Also die Grafen von Toulouse bleiben bestehen, aber die Familie wird ausgetauscht. Hm. Aber es gibt doch diesen einen Berg. Genau, Montségur. Ja. Genau. Die kenne ich noch, weil ich in frühen Jahren eine Romanreihe von Peter Berling gelesen habe. Ja. Und da ist der erste Band, glaube ich. Da geht es darum, dass sie da den Montségur erobern. Genau, die haben doch länger doch durchgehalten. Ja, die bis in die 50er haben die das da gehalten. Es gibt auch noch einen anderen Berg, aber den Namen habe ich jetzt vergessen. Das fällt auch vorher noch. Aber der Montségur ist das letzte und das passiert irgendwie, glaube ich, zur 54 oder so. Da sind die dann weg. Also die letzten Katerer werden auch erst 1314 oder so in Italien dann. Also ab da sagt man, dann hören die auf. Also die gibt es halt weiter. Deswegen ja, dieser Albigenserkreuzzug dauert 20 Jahre. Man hat ganz Südfrankreich verheert. Es ist alles im Eimer. Man hat einen Machtaustausch durchgeführt. Ja, aber das ist ja nicht das letzte Mal, dass sowas stattfindet. Genau. Und das ist eben der Punkt, wo man dann auch von der seitens des Papsttums sagt, okay, irgendwie funktioniert das hier nicht. Wir haben jetzt wirklich den Süden von Frankreich komplett zerstört und sie sind immer noch da. Und jetzt. Aber was meinst du damit, sie sind immer noch da? Naja, die Katerer sind alle Burgen platt gemacht von denen? Nee, also das haben sie ja nicht. Und die Katerer sind ja, sie sind immer noch in den Städten. Wir haben gerade von Montségur gesprochen. Ja, 54. Wir sind jetzt noch im Jahr 29. Okay. Das sind doch andere Zeitdimensionen damals. Aber trotzdem, sie sind, also man kriegt sie nicht tot. Also man hat jetzt die Stadt eingenommen, man hat die ganze Bevölkerung umgebracht. Und in der anderen Stadt sind sie wieder. Ploppen immer wieder auf. Deswegen hat dann der neue Papst, Gregor der IX. Ist es mittlerweile, die Idee, lass uns doch mal mit den Leuten reden. Ganz anders. Genau. Und das ist tatsächlich eben die Gründung der Inquisition. Also das ist Weil die reden wollen tatsächlich. Ach. Weil dann man hat eben. Also die Inquisition, das sind eigentlich Diplomaten. Ja. Also im Grunde, das ist immer. Aber eigentlich ist es das, also macht die Inquisition das, was unsere Kriminalbeamten heute noch machen. Die kommen und reden erstmal mit den Leuten und sammeln Beweise. Was haben sie denn gestern Abend gemacht? Ja, genau. Und wir kommen nicht einfach hin und kloppen einfach alle nieder und hoffen, dass Gott die Seinen erkennen wird, sondern wir reden mit den Leuten und geben ihnen eine Chance, sich zu verteidigen. Und das ist eben so ein bisschen die Lektion aus diesem Albigenserkreuzzug. Und Inquisition. Jetzt will ich aber doch nochmal, bevor wir hier zu dem kommen, ob ich doch endlich die Feuer entzünde, die Kerze ist schon langsam hier ausgegangen. Was ist denn jetzt mit diesen Waldensern? Wie haben die denn jetzt überlebt? Und wenn ich die treffen möchte, wo muss ich da hin? Die haben überlebt, indem sie sich dann recht schnell... Also die Waldenser, erinnert euch von dem Kaufmann, genau, von dem Franz von Assisi, der andere. Von dem Peter Waldes. Die sind, wahrscheinlich haben die gelernt von den Katerern, dass man irgendwann das doch leise im Untergrund halten muss. Haben das irgendwie auch im Untergrund behalten, haben sich dann der lutheranischen Kirche angeschlossen. Sind jetzt ein Zweig oder eine Strömung größere der Ketzer. Ja. Der Reformation. Teil der evangelischen Kirche Deutschlands. Ja. Echt? Ich weiß nicht, ob der die waldensische Kirche. Was? Ja. Ach. Also das kannst du mal nachgucken, die gibt es noch und sie sind eben, haben sich so ein bisschen in diese reformatorischen Gedanken eingesortiert. Weil im Grunde. Passt es ja. So, also die Inquisition, das kommt nochmal vielleicht auch da für die Begriffdefinition. Es kommt eben von inquirere, was lateinisch ist für Nachfrage. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Zuge unserer Hexenfolge. Ja, genau. Aber natürlich kam man nicht dran vorbei an dieser neuen Institution. Deswegen, also Inquisition klingt natürlich für uns auch immer ganz böse und dunkel. Das hat auch bestimmte Gründe. Teilweise zu Recht, teilweise kann man darüber diskutieren. Aber an sich meint Inquisition erstmal nur Nachfragen. Wir reden mal mit den Leuten. Und da an dieser Stelle würde ich dir vorschlagen, ich inquiriere dich einfach beim nächsten Mal. Okay. Bevor wir jetzt die Inquisition hier schnell abhandeln. Innerhalb es ist aber nicht mehr so viel. Bitte was? Aber das ist doch jetzt unser Hauptthema. Ja, aber da ich kann man. Ich warte seit einer Stunde auf die Inquisition. Aber da kann man jetzt tatsächlich, so viel kann ich dir jetzt dazu gar nicht mehr erzählen, außer dass ich dir jetzt Inquisitionsverfahren Punkt für Punkt erzähle. So möchte ich das jetzt hier. Ich möchte, dass wir einen Prozess nachspielen.
Ja, ich inquiriere dich das nächste Mal. Okay. Damit die Inquisition den Raum bekommt, den sie verdient. Damit alle verstehen, warum das gerechtfertigt ist für den wahren Glauben, dass die niemandem jemals irgendetwas Böses getan haben. Und dafür habt ihr jetzt aber ausführlich von dem erfahren, dass es zu bekämpfen gilt. Und das offenbar sehr widerspenstig ist und immer wieder auffloppt. Und immer wieder. Davon erzählen wir euch einfach nächstes Mal und wünschen euch bis hierhin alles Gute. Fordern euch natürlich wieder auf, uns gerne zu bombardieren mit euren Fragen und Kommentaren. Und dazu schreibt ihr uns einfach unter kontakt@flurfunk-geschichte.de. Und ich habe auch im Urlaub ab und zu mal geschlinzt in unsere Statistik, ob uns überhaupt jemand zuhört. Ich muss sagen, doch. Mhm. Ja, es gibt Menschen, die uns inquirieren, verfolgen. Und wenn ihr das regelmäßig tut, dann abonniert uns doch auch, je nachdem, ob euer Podcast-Anbieter eures Vertrauens das zulässt. Gebt uns Sternchen, gebt uns Herzen, abonniert uns, damit die entsprechenden Logarithmen uns allen Geschichtsinteressierten auch vorschlagen und mehr Menschen etwas erfahren über die mittelalterlichen Verwirrungen, die Solveig gerade beschrieben hat. Und wir sorgen dafür, dass ihr uns bald wieder hört und dann werden wir gemeinsam die Ketzer, Heretiker bekämpfen mit dem Feuer und dem Schwert bei der Befragung. Die Befragung. Ja, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Nee, ich habe tatsächlich nur noch 2 Seiten Notizen. Notizen. Ich krieg das in 5 Minuten durch. Ich bin erschüttert. Ich bin absolut erschüttert. Ja, möchtest du mich jetzt abmoderieren oder nicht? Ich bin gerade so ein bisschen unentschlossen.